Um später den Kugelgewindetrieb am Tisch zu befestigen, wird aus der Bibliothek ein passender Muttersitz ausgewählt. Ist der Muttersitz richtig positioniert, kann er dupliziert werden. Anschließend müssen die Positionierungen des duplizierten Muttersitzes angepasst werden. Die Maße der Muttersitze können wieder über Parameter verändert werden. Der zuvor modellierte Kugelgewindetrieb kann nun als Ganzes in die Baugruppe eingefügt werden. Dieser wird dann wie gewohnt positioniert. Da die Mutter des Kugelgewindetriebs so groß ist, muss hier der Typ angepasst werden. Passend zur Mutter muss nun auch ein anderer Spindeltyp gewählt werden. Analog hierzu können ebenfalls die Spindelenden geändert werden. Um die Muttersitze anzupassen, wird nun die Mutter ausgemessen. Anschließend werden die abgemessenen Maße eingetragen. Zuletzt kann der gesamte Kugelgewindetrieb dupliziert werden. Dann muss nur noch die Positionierung des duplizierten Kugelgewindetriebs angepasst werden.